Seit 20 Jahren gibt es die Retro Classics in Stuttgart. Zur Jubiläumsveranstaltung wartete die Messe für Fahrkultur mit einer Sonderausstellung von Gulf-Rennfahrzeugen auf, die es so noch nie zu sehen gab. Im Atrium der Messe Stuttgart sorgte die Rothko Gulf Heritage Collection in den ikonischen Farben Blau und Orange für Staunen. 23 Fahrzeuge aus der Gulf-Rennhistorie bis heute waren zu sehen. Darunter der Rothko Ford GT40, der Porsche 917K, der Gulf GR8 Ford, Gewinner des Le Mans-Rennens, der Aston Martin DBR9, Le Mans-Gewinner 2009 in der Gruppe GTI, sowie der allererste Wagen, der die Gulf Racing-Farben trug, der Mirage M1. Traditionell sind die Big Player der Porsche in der Halle 1 vertreten. Das Portfolio der großen Händler zeigt deutlich den Trend zu sportlichen Klassikern und auch zu Neoclassics, den Sammlerfahrzeugen von morgen, die noch nicht im Oldtimer-Alter sind. Natürlich dominierten die weithin beliebten Porsches das Feld der Fahrzeuge. Der Autobauer selbst hatte das Thema E-Mobilität als seinen eigenen Ursprung mit einem Lohner Porsche zum Mittelpunkt seiner Präsentation gemacht. Aufgrund der aktuellen Lage in Sachen Coronavirus waren die Gänge nicht so überfüllt wie in den vergangenen Jahren. Die sich trotzdem in die Messehalle wagten, genossen den freien Blick auf die mehr als 4000 Exponate. Viele der Fahrzeughersteller bieten inzwischen auch hauseigene Restaurationen an. Mercedes-Benz zum Beispiel machte darauf aufmerksam und zeigte außerdem Klassiker, die den Weg der Marke von Beginn bis heute wie Meilensteine belegen. Fans von Alfa Romeo wurden in Halle 7 glücklich. Spektakuläre Fahrzeuge aus der 110-jährigen Historie der Marke wurden gekrönt durch den Alfa Romeo 6C 2300 Aerodynamica Spider aus den 1930er Jahren. Der Wagen, der sonst im Technikmuseum Sinsheim ausgestellt ist, ist Zeitzeuge einer bewegenden Vergangenheit. Dass auch die moderne Technik in das Oldtimer-Hobby einzieht, zeigt sich in einigen innovativen Produkten zur Überwachung und Verbesserung der Fahrzeugfunktionen. Man sieht sich auf der Retro Classics, heißt ein Slogan, der schon in den Anfangsjahren der Messe geboren wurde. Für die vielfältigen Clubs im Mobilitätsbereich von Fahrzeugen und Motorrädern bis zu den ganz großen Traktoren ist die Retro Classics Jahr für Jahr der Treffpunkt. Hier werden Benzingespräche geführt und Neulinge in die Besonderheiten der einzelnen Marken eingewiesen. Der AMSC Leonberg präsentierte eine Sonderausstellung zum Thema Schweizer Motorradfabrikate, vom Vorkriegsmodell bis hin zur Rennmaschine. Einen Schwerpunkt der Ausstellung bildete die wohl bedeutendste Schweizer Motorradschmiede, die 1899 in Genf gegründete Moto Sacoche. Herausragend war 2020 die Sonderausstellung zum Thema Avions Vassar, die in der Halle 10 einen Platz gefunden hatte.
vom ehemaligen Flugzeugbauer wurden einige der schönsten und spektakulärsten Automobile gezeigt. Diese Ikonen des Automobildesigns sind mit ihren Art-Deco-Elementen und der Leichtbauweise aus Aluminium einzigartige Zeugen des genialen Gabriel Voisin. Modelle, die man sonst nur bei Top-Konkursveranstaltungen sieht, waren auf der Retro Classics vertreten.